Das Finale bei den Damen hieß Rot-Weiß-Köln gegen UHC Hamburg. Der UHC war zum 8. Mal in Folge in einem Endspiel. Wenn jemand also weiß, wie Finale geht, dann die Damen aus der Hansestadt. Sie spielten lange Zeit keine besonders gute Saison für ihre Verhältnisse und qualifizierten sich erst am letzten Wochenende der regulären Runde für das Final Four. Aber im Halbfinale waren sie da und schlugen Düsseldorf mit 2:1. Rot-Weiß-Köln, fünfmal Meister auf dem Feld, zuletzt 2014. Im Halbfinale hatten sie den Vorrundensieger Münchner SC dank eines Last-Minute-Treffers von Greta Gerke mit 2:1 bezwungen. In der 9. Minute gab es die erste Strafecke für Hamburg und da stand es dann auch schnell 0:1. Torschützin Charlotte Stapenhorst. Gestern hatte sie schon mit der letzten Aktion das Halbfinale ebenfalls mit einer Strafecke entschieden. Nun also das erste Tor im Finale. Die Antwort von Köln kam schnell, und zwar 60 Sekunden später. 7 Meter für Rot-Weiß, ein Fall für die Nummer 16, Rebecca Grote, 1:1, keine 10 Minuten rum und schon 2 Tore. Was für ein Auftakt in diesem Endspiel. Und so rasant ging es dann auch weiter. Mit dem nächsten Treffer nach 28 Minuten, wieder war es der UHC, der vorlegte. Die zweite Strafecke für die Damen aus der Hansestadt und sie schlugen wieder zu, 1:2, Nina Notmann. Der Strafeckenmeister machte seinem Namen alle Ehre. Aber in dieser Disziplin sind die Rot-Weißen auch ganz gut unterwegs. Sie ließen sich trotz zweimaligem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und kamen zurück dank dieser tollen Strafeckenvariante. 2:2, Franziska Hauke, Spielminute 30. 4 Tore in Hälfte 1. Hockeyherz, was willst du eigentlich noch mehr? So wie die erste Hälfte endete, begann die zweite mit einem Treffer. Und zwar für den UHC. Als jeder im Stadion mit einem Pfiff rechnete, reagierte Charlotte Stapenhorst am schnellsten 2:3. Der dritte Treffer von ihr bei diesem Final Four in Mannheim. Das ist eine richtig klasse Bilanz. 40 Minuten waren vorbei. Die Präsidentin des Europäischen Hockeyverbandes, Mareike Florin, hatte Spaß an diesem Finale. Sie genoss die Atmosphäre in Mannheim und sie erlebte einen letzten Höhepunkt in der regulären Spielzeit. 50 Sekunden vor Ende. Pia Grambusch täuschte einen Schuss an bei dieser Strafecke. Der Ball kam zu Lea Stöckel. Ausgleich in Minute 70. Als es dringend nötig war, machte Köln das 3:3 und beförderte damit dieses hochdramatische Finale ins Penaltyschießen. Da waren es dann aber doch die Kölnerinnen, die ihre Nerven nicht im Griff hatten. Dreimal scheiterten sie und machten die Tür auf für Jana Teschke, die mit ihrem Penalty den Titel nach Hamburg holte. Der UHC ist deutscher Meister 2016, weil sie im Penaltyschießen nordisch cool und abgezockt waren. Köln dagegen traurig. Aber Kompliment an die Rot-Weißen. Sie hatten für ein glänzendes Finale gesorgt. Herzlichen Glückwunsch nach Hamburg für den Titel im Jahr 2016.